So. Thema Fotografie. Ich habe mir eine Systemkamera gekauft. Und das, ich habe das schon mal gemacht. Zu der Kamera gibt es ein Buch. Das ist das hier. Mal zeigen. Ja, und ich wollte anfangen, das Buch zu lesen und alles, was in dem Buch steht und mich interessiert oder was ich mir leisten kann. Fotografieren ist teuer. Auch einfach mal auszuprobieren. Ja, also Olympus OMD EM10 Mark II, das Handbuch zur Kamera. Technik, alle Funktionen und Programme verständlich erklärt. Menschen, Natur, Tiere. Die OMD EM10 Mark II. Motivgerecht einsetzen, besser fotografieren, nützliche Aufnahme, Tipps vom Profi. So viel habe ich schon rausgekriegt. Das Ding ist eine Systemkamera, das heißt, die hat keinen Spiegel, wenn man das Objektiv abmacht. Zack, sieht man hier direkt den Bildsensor. Ansonsten, ich habe mir dabei meine Hände beim Kochen gefilmt und so ein bisschen Essen. Was ich da bis jetzt gesehen habe, hat mir ziemlich gut gefallen. Und der Autofokus war ziemlich schnell. Ich habe eine Spiegelreflexkamera mit zwei Objektiven. Da ist der Autofokus nicht ganz so schnell. Wie lichtstark die Kamera ist, habe ich noch nicht rausgekriegt. Ich hatte den Eindruck beim Filmen, wie man Essen macht, dass die andere Kamera ein bisschen lichtstärker ist. Ich kann die auch mal eben holen. Ich hole die mal. Zack. So, wie gesagt, das ist die andere Kamera. Das ist das erste Objektiv. Das ist ein Zoom-Objektiv mit einem ziemlich großen Zoom-Bereich. 18 bis 135 mm. Steht hier auch was zur Lichtstärke. Makrobereich sind 40 cm. Und zur Lichtstärke steht hier gar nichts. Und das hier ist ein Weitwinkelzoom, 10 bis 18 mm. Der Sensor ist auch ein bisschen größer in der Kamera, das heißt, es ist wirklich ein viel größerer Weitwinkelbereich als bei der Kamera. Das sind 14 bis 42 mm. Da steht auch was zur Lichtstärke drauf. Und ich hatte den Eindruck, dass das Weitwinkel hier in der Küche lichtstärker ist als das da. Die Kamera ließ sich auch gut über- und unterbelichten. Ist mir aus Versehen einmal in die Unterbelichtung rein gerutscht und ich habe es dann ausprobiert. Es hat auch im Video gut funktioniert. War ich sehr zufrieden mit der Autofokus, ist hier aber besser. So. Das war das Kamerahandbuch, was ich mir damals gekauft habe. Aus dem vergleichenden Verlag gibt es auch so ein Fotografiebuch mit einer DVD Fotos gucken.
Kann ich auch noch mal reingucken. So. Ich habe keinen Platz mehr am Tisch. Ich fange zu viele Bücher an und lese ganz fertig. So. Also, geht los. Ich kann auch mal, das finde ich jetzt interessant, die beiden Inhaltsverzeichnisse nebeneinander legen. So, der schnelle Einstieg mit ihrer Systemkamera, nenne ich das Ding, das ist die Spiegelreflexkamera. Das erste hier ist die Canon EOS 700D kennenlernen, die Technik der Canon OS D 700D. Dann kommt perfekte Schärfe und Belichtung mit der Kamera, Automatik immer perfekt scharf stellen, ist ungefähr gleich. Die Canon EOS 700D manuell bedienen, das heißt hier Motive richtig belichten. Und dann geht es hier schon um zusätzliche Automatobjektive und hier geht es um Belichtungsautomatik. Dann geht es um Blitzfotografie in Kapitel 6 und hier gibt es noch schöne Farben und ein reines Weiß erzielen und dann bekommt der Blitzeinsatz an der OMD EM 10 Mark T Mark 10. Dann kommt hier Objektive, das kommt in einem anderen Buch auch vor, aber früher. Dann geht es hier noch um Zubehör. Das Ding hat einen WLAN-Zugang und eine Drahtlos-Funktion. Da gibt es auch eine App dazu. Dann gibt es hier die Fotopraxis. Das geht hier auch los mit Menschen fotografieren. Heißt hier Porträtfotografie. Natur- und Landschaftsfotografie kommt hier auch drin vor. Nah- und Makrofotografie. Makroaufnahmen gibt es auch. Architektur fotografieren gibt es auch hier in dem Buch. Nachtaufnahmen heißt hier perfekte Aufnahmen in der Dämmerung. Dann kommt hier Bildbearbeitung und Präsentation und hier gibt es den digitalen Arbeitsablauf. Filmen mit der Canon EOS 700D heißt hier Filmen mit der OMD und danach kommt alle Menüs und Einstellungen im Überblick und Anhang die Menüs im Überblick. Ja, gibt so ein paar Unterschiede auch in der Reihenfolge. Aber im Wesentlichen sind viele Inhalte gleich. So, dann lege ich das Buch jetzt einfach mal zur Seite. Setze mich ein bisschen anders hin. Ich fühle mich gar nicht so gut. Also, Olympus heißt die Farbe. Die Firma. Ich sag immer mit der Systemkamera. Sofort interessiert keinen, der schnelle Einstieg mit ihrer Systemkamera. Das alles steckt in ihrer Kamera.
ein Lesezeichen drin und das Buch ist gebunden. Also nicht nur geklebt, sondern auch mit Nadel und Faden zusammengebunden. Ist sehr schön, ist auch eine ordentliche Bindung. Du hast es schön, war auch nicht ganz billig. Es hat 40 Euro gekostet. Wie gesagt, fotografieren ist teuer und das hat auch 40 Euro gekostet. Mir war es das Geld wert und ich bin mit der Kamera sehr gut zurechtgekommen. Ich habe auch ein paar schöne Urlaubsfotos und ein paar andere Fotos gemacht. Und das Handbuch hat geholfen. Also, nach anderthalb Jahren Entwicklung bringt Olympus das überarbeitete Modell der Systemkamera auf den Markt. Beruhigend ist, dass Olympus sich nicht vom allgemeinen Pixelwahn treiben lässt und die 16 Megapixel des Vorgängermodells beibehält. Verbessert wurde der Bildstabilisator, der Autofokus, der Sucher und die Videofunktion. Mit ihrer Systemkamera sind nun auch Zeitraffer-Videoaufnahmen möglich und sogar in einer 4K-Auflösung. Und das sogar in einer 4K-Auflösung. Fokussieren per Touchscreen und Focus Bracketing gehören ebenfalls zu den neuen Funktionen der Systemkamera. Damit bietet Ihnen Ihre neue Kamera einige beeindruckende Funktionen, die sonst nur in deutlich teureren Kameramodellen zu finden sind. Das Herzstück der Systemkamera, der Sensor. Der LiveBoss-Sensor der Systemkamera liefert bei einer Größe von 17,3 x 13 mm, hier steht 4 Thirds Standard. Standard, ich kenne das als Micro Four Thirds oder Micro Four Thirds, Daten von 16 Millionen Pixeln. Hochwertige Ausdrucke sind sogar bis zu DIN A2 möglich. Bei kleineren Ausdrucksformaten besitzen sie genügend Spielraum für den Bildschnitt der Fotos. Der Empfindlichkeitsbereich des Sensors erstreckt sich wie bisher von ISO 200 bis ISO 25600. Die Einstellung Low entspricht ISO 100. Bis ISO 3200 kann das Rauschen des Sensors als gering eingeschätzt werden. Die Datenaufbereitung übernimmt der neue Prozessor, bla bla bla. Vor Staub wird der Sensor der OMD Systemkamera per Supersonic Wave Filter geschützt. Aha. Also mit Ultraschall soll da der Staub vom Sensor. Man kann mit sowas auch duschen gehen, nachdem man den Akku rausgenommen hat und einen Staubsauger reinhalten. Dann geht der Staub da auch raus. Da geht nichts kaputt bei. Der Akku sieht auch ziemlich robust aus. Kann ich mal gerade zeigen. Das Ladegerät auch. Es ist, ich habe mir einen zweiten Akku gekauft, der andere ist ein grau, ein bisschen dicker. Die Leistung ist aber fast dieselbe. So passt das. Monitor und Sucher. Das Ding hier hat so einen Klappsensor, einen Klappmonitor. Lässt sich so rausklappen, so hoch. Zack. Da hängt es. Das soll da auch hängen. So sieht das aus. Ja, so kann man nur so ein bisschen klappen. Dann ganz. Und hier kann man es auch nochmal rausdrehen und dann sogar so hochstellen. Das heißt, wenn man von oben irgendwie gucken will und dann drauf drückt. Warum auch immer da einer auf dem Bauch liegen sollte und auf diesen Monitor gucken sollte. Ja. Dieser
Klappbildschirm ist ziemlich berühmt. Ich habe so Systemkameras mit dem Bildschirm gezeigt bekommen. Der ist auch ziemlich robust. So. Bei der Canon ist das ein bisschen anders. Der wird so seitlich rausgeklappt. Hängt hier an einem Scharnier, der auch einen ziemlich robusten Eindruck macht. Ja, und man kann den nach vorne stellen. Also hier kann man den nach oben biegen, nach unten, sodass man von unten gucken kann. Das mit dem drauf tippen und fotografieren funktioniert auch. Man kann ihn so nach vorne drehen und dann sieht man sich. Zum Beispiel für so Selbstauslöserfotos ist das ganz gut. So. Ich finde die Kamera schön. Mit der bin ich auch sehr zufrieden. Vor allem das Objektiv ist schön. Wegen Lichtstärke. So, einmal hier reingucken. Das ist eine 67 mm Öffnung. Weiß nicht, ob man es sieht, wenn man es so hoch hält. Ja. Und einmal hier reingucken. Das ist 37 mm. Ist deutlich kleiner. Da fällt auch weniger Licht rein. Ist das auch erklärt? Wie gesagt, es ist ein ziemlich robuster. Und die hier war deutlich billiger als die da. Monitor und Sucher. Der elektronische Sucher der Systemkamera wurde qualitativ verbessert und löst nun mit 2,36 Millionen Pixeln fast doppelt so stark auf wie das Vorgängermodell. Der Monitor liefert mit 1.037.000 Pixeln ein sehr scharfes Bild. Beide bieten ein hundertprozentiges Bildfeld. Es werden Ihnen also keine Randbereiche vorenthalten. Das ist hier bei der Kamera auch der Fall. Das kriegt man aber relativ schnell raus. Das hat man im Gefühl, was dann noch dazu kommt. Das ist nicht viel. Das ist dem Spiegel geschuldet bei der Kamera. Zumindest soll man das glauben. Ach ja. Ja, die Systemkamera, da konnte man den Sensor direkt sehen. Bei der Kamera sieht man, wenn man die aufklappt, nur so einen halbdurchlässigen Spiegel. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Und dahinter sieht man den Sensor. Man kann den auch hochklappen. Man sieht auch, dass der. Sieht ja gerade nicht viel, weil das Spiel ist egal. Zack. Hält. Ist die Stativplatte noch runter. Also. Wichtig für Brillenträger am Sucher können Sie eine Dioptrienkorrektur von minus 4 bis plus 2 Dioptrien einstellen. Die gibt es hier ja. Den Sucher bisher viel kaum benutzt. Ich muss wieder schauen.
weiß gar nicht, ob sich da irgendwas bewegt. Auch so ein Gummi. Der geht nicht direkt ab. Ist auch gut. Zack. Das muss man, ist so ein Kompaktobjektiv, muss man einmal rausdrehen. Und dann. Zack. Anmachen. Also ich bemerke bei der Schärfensuche keinen Unterschied, wenn ich da dran drehe. Ob man das glauben will. Kamera gerade her, dann wird es auch ein schönes Bild. Das ist besser. Okay. Zack, und da war das Bild weg. Die sind auch schön geworden. Das Schöne ist, ich habe die Speicherkarte aus der Panasonic-Kamera reingetan und man kann mit der Kamera auch aus dem Video Bilder rausschneiden. Und ich sehe gerade, die werden hier angezeigt. Das Allergeilste ist. Hier wird sogar der Ordner angezeigt, in dem das drin ist. Das ist schön, dass das funktioniert. War nichts mit Formatieren oder Ändern oder irgendwie sowas. Das hat einfach funktioniert. Ich mag sowas. Was man nicht kann, ist das Bild reinzoomen per Touchscreen. Das ist bei der. Es geht hier mit so einem Stillbalken nicht gerade. Und er hat da scharf gestellt, wo es angezeigt hat. Das kann man auch noch lesen. Das hat gut funktioniert. Und dann muss man hier wieder auf Unlock gehen und dann kann man das ganz rein, dann kommt dann wieder der Deckel drauf. Super. So können Sie betreten, wir sahen über den Dioptrien und ich sage es direkt, ich habe dran gedreht, ich merke da nichts von der Dioptrieneinstellung. Den Monitor können Sie nach oben und nach unten schwenken und per Fingerdruck direkt auf dem Monitor die Kamera bedienen. WLAN-Verbindung. Die Systemkamera verfügt über die Möglichkeit,
drahtlos eine Verbindung zum Smartphone, zum Smart TV oder ähnlichen Geräten herzustellen. Fotos und Videos können so leicht übertragen werden. Ebenso leicht lässt sich die Systemkamera per Smartphone fernsteuern. Eine Kopplung der Geräte mit der Systemkamera per Near Field Communication, Nahfeldkommunikation, ist nicht vorgesehen. Zur einfachen Kopplung wird hier stattdessen ein QR-Code verwendet. Detaillierte Informationen zur WLAN-Verbindung finden Sie im Abschnitt Die WLAN-Funktionen einrichten ab Seite 222. So. Das alles steckt in Ihrer Kamera. Das ist noch Bildstabilisator und Gehäuse. Und dann gibt es weiter mit Praxistipps für die effiziente Kamerabedienung. So. Bildstabilisator. Ein Highlight der Systemkamera ist sicherlich der Bildstabilisator. Er arbeitet in fünf Richtungen, kann also horizontale und vertikale Verwackler, aber auch Verwacklungen durch leichtes Neigen und Schwenken sowie Rollbewegungen ausgleichen. Einem Verwackeln zum Beispiel bei wenig Licht und damit längeren Belichtungszeiten wird damit wirkungsvoll entgegengewirkt. Wobei bei anderen Systemen schon die Arbeit mit Stativen notwendig wird, nehmen Sie mit der OMD bla bla bla, also mit der Systemkamera, noch verwecklungsfreie Bilder oder Videos per Hand auf. Detaillierte Informationen zum Bildstabilisator finden Sie im Abschnitt Schärfere Bilder dank Bildstabilisator ab Seite 68. Abbildung 1.2. Der Sensor der Systemkamera lässt sich über Elektromagneten bewegen und kann so ungewollte Kamerabewegungen ausgleichen. Das Bild ist vom Hersteller Olympus. Gehäuse. Die Systemkamera besteht aus einem stabilen und trotzdem lediglich 342 Gramm leichten Metallgehäuse. So. Das fühlt sich teilweise an wie Plastik und teilweise wie Aluminium hier. Ich glaube, das hier oben ist auch Aluminium. Scheint auch relativ hart, hochwertiges auch Aluminium zu sein. Es hat teilweise so einen glatten Look und dann sieht das gebürstet aus. Das ist ein Plastikdeckel. Zack. Ab damit. Und das Gehäuse ist made in Vietnam. Der Deckel ist auch aus Vietnam. Und da steht Designed by Olympus in Tokio.
So. Die Haptik ist sehr angenehm und wertig. Die Akku- bzw. Kartenfachdeckel wirkt allerdings nicht sehr stabil und sitzt nicht hundertprozentig passgenau. Mal gucken. Also, das Ding ist ziemlich stabil. Ich kann auch dran reißen. Wackelt kaum und... Der Wackel ist nicht der, ist der Akku im Gehäuse, aber das ist auch der kleine und nicht der originalen Akku und der Deckel schließt. Weiß ich nicht so. Trotz des recht kleinen Gehäuses lässt sich die Kamera sehr gut halten, wenn man kleine bis mittelgroße Hände hat. Für größere Hände bietet sich der Einsatz eines Kameragriffs. Etwa der ECG3 von Olympus an. So eine Scheiße brauche ich nicht. So. Praxistipps für die effiziente Kamerabedienung. So, das lese ich jetzt erstmal nicht mehr weiter vor, sondern mache hier eine Pause. Es war bei der Systemkamera von Olympus aus dem ersten Kapitel der schnelle Einstieg mit ihrer OMD E10 Mark II. Das alles steckt in ihrer Kamera. Tschüss.